Hallo und willkommen zu einem Panda Let's Play. Ich mache ja nicht so viele Let's Plays, aber als ich dieses Spiel bekommen habe, habe ich mich so drauf gefreut, dass ich es mit euch teilen werde. Und zwar ist es Night Trap für die Switch. Und zwar habe ich das als physisches Release mir von Limited Run Games geholt. Diesen Sonntag sollte eigentlich ja, das Projekt DOS PC Part 3 erscheinen. Leider konnte ich schon verraten, ich wollte eigentlich das Diskettenlaufwerk fit machen. Das hat nicht so ganz geklappt, also musste ich mir Ersatz bestellen. Naja, gut, schauen wir mal auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich das vielleicht nächsten Sonntag dann irgendwie angehen kann und euch das Video zeigen will. Deswegen musste ich jetzt, in Anführungsstrichen, ein Let's Play einschieben. Und zwar Night Trap, das kam bis Donnerstag bei mir an. Ich habe es vor 2 Monaten vorgestellt. Wie gesagt, als physische Version von Limited Run Games. Und dieses Spiel hat mich schon immer etwas gereizt. Ich weiß gar nicht, ob das hier bei uns in Deutschland überhaupt erschienen war. Das ist ja damals für das Sega CD Add-on erschienen, für das Mega Drive, beziehungsweise Genesis in Amerika. Und das hat in Amerika so eine große Gewalt- und Sexualität-Kontroverse ausgelöst, obwohl das natürlich aus heutiger Sicht total lächerlich ist. Aber deswegen war ich immer neugierig und wollte in das Spiel mal reinschauen. Und jetzt haben wir die Chance. 25 Jahre Edition ist es her. Ich gehe mal kurz in die Option rein. Ich habe gerade schon so ein bisschen geguckt. Okay. Hier kann man zwischen Original und der neuen Version unterscheiden. Ich nehme einfach mal jetzt immer die neuen Version, weil es wahrscheinlich einfach ja, für heutige Augen zu sehen ist. Was ich etwas schade finde, ist, und zwar seht ihr, Text gibt es auf Englisch oder Französisch. Leider nicht auf Deutsch. Genauso wie Audio, Französisch und dann noch Japanisch. Wahrscheinlich ist das in Deutschland nie erschienen, nehme ich mal fast an, sondern in Frankreich. Würde zumindest Sinn machen, aber ich hätte mir jetzt für dieses Remake wenigstens gewünscht, dass sie irgendwie deutsche Untertitel einbauen. Ich hoffe, ihr könnt einigermaßen gut Englisch. Ich versuche immer mal so simultan etwas zusammenzufassen. Aber ich will es auch nicht groß labern. Wir starten einfach mal das Spiel. Es wird jetzt kein komplettes Let's Play werden. Ich habe jetzt mal so eine halbe Stunde oder sowas angepeilt, dass ihr mal so ein bisschen halt einen guten Eindruck in das Spiel kriegt. Ne? So, es haben anscheinend eine ziemlich lange Ladezeit. Finde ich komisch. Oder emuliert ist das quasi von der CD damals. Das sieht schon mal herrlich trashig aus. Also, was erwarte ich? Ich erwarte ein trashiges Spiel mit FMV, also Full Motion Video Aufnahmen aus den späten 80ern. Das Spiel wurde ja schon in den 80ern gedreht, die Filmaufnahmen. Wurde eigentlich geplant für so eine Art, ich glaube, Videokassettenspiel oder sowas zu erscheinen. Wurde aber nie verwendet und dann wurden quasi die Videoaufnahmen dann halt für das Sega CD-Spiel recycelt. Das ist, glaube ich, 93, 94 oder sogar 92 erschienen, auf jeden Fall irgendwann in der Kante. Da wurde quasi einfach die Videoaufnahmen quasi recycelt, obwohl sie eigentlich in den 80er Jahren gemacht wurden. Wie man sieht, Grundspielprinzip ist, wir haben jetzt hier so ein Haus mit Fallen, die wir über Video auslösen können und müssen dort die teilweise wahrscheinlich leicht bekleideten Damen retten. Die Studenten, die auf dem Lake auf der Seite des Lakes kommen, haben rechts und links verschwunden. Die lokalen Autoritäten hatten keine Clue, bis unsere Surveillance-Teams in das Winery-Haus right there und alles, was du gerade gesehen hast. Okay, Leute wurden entführt am See, bla bla bla. Also von der Story her erwarte ich jetzt nicht groß etwas, muss ich sagen. This is Kelly. Ah, kid. Come on, isn't she a little young? She's young. She's one of our best. Herrliche Schauspielerleistung. And remember, no one goes in until we get the signal from her. Okay, die Kelly müssen wir anscheinend retten. Yeah. That's one thing we've got going for us. How's that? One of our guys put an override on the camera cable unit here in the back hallway. Which means we have complete control of the cameras and the traps. But who operates that? They do.
Wir steuern. Also, das Haus ist voller Kameras und Fallen zum Abwehren von Einbrechern. Und die klugen Jungs dort haben sich da anscheinend reingehackt. Und wir bedienen jetzt die Kameras und die Fallen, während die Soldaten sich wahrscheinlich auf den Weg dahin machen. Und du, du keep your eyes open. We're all depending on you, especially Kelly. She should be there now. I'll switch you over. And good luck. Okay, wir müssen aufpassen und besonders die Kelly müssen wir retten. Ach, da ist das neue Layout. So, hier kann man jetzt unten anscheinend... Oh, da kommen Fieslinge rein. Aber man kann jetzt von Kamera zu Kamera immer schalten. Oh nein, die Bösen. Und deshalb, man kann hier live immer in die Räume reinschalten, was dort gerade passiert. Mal gucken. Oi, oi, oi. Wie kann ich hier jetzt Fallen auslösen? Weil die Fieslinge sind jetzt überall. Ja. Ich will eine Falle auslösen. Wunderbar. Boah, sind wir gut. Habt ihr das gesehen? Okay, also wenn man auf den B-Knopf drückt, den kann man eine Falle auslösen, wenn sie auf der richtigen Position sind. Ich schalte hier einfach mal durch. Okay, die Küche ist... Ah, da kommen welche rein. Guckt doch mal, wie die... Also, da sind sie über eine Falle, oder? Eine Falltür, jawohl! Ja, wir sind gut. Wir sind gut. Okay, der läuft jetzt neben der Falle dran vorbei. So, mal schauen, wo jetzt hingeht. Okay, hier ist eine Bewegung, aber hier ist kein Fiesling. Oh, 80er Jahre, coole Leute. Ach, hier war gerade wer. Nee. Also hier ein bisschen Five Nights at Freddy's, nur cheesiger. Problem ist halt, man weiß nicht, wo die Fallen sind. Deswegen drücke ich jetzt einfach mal ab und zu. Ha! Und er ist weg. Also wir müssen wirklich quasi über der Position sein. Mal gucken. Okay, wir sind, also wir hätten 10 von den Fieslingen einfangen können, haben es bisher aber nur 3. And Sarah is coming in with 6 more tonight. 6. Yeah. Das ist doch so herrlich 80er Jahre irgendwie irgendeine Serie, sowas vom Outfit her, oder? So herrlich. Also wenn ihr mal Nostalgie haben wollt, hier habt ihr das. Oh, what's this? This is a special vintage. Oh, Jeffrey, don't be so selfish. Okay, die haben irgendwie Wein eingekauft. Auch kein Untertitel, komisch, ne? Dass man sich das irgendwie vom Text hätte einblenden können. Hier ist Bewegung. War hier was? Okay, sie gehen aus der Küche hier jetzt hin. Genau, da kam jetzt der Gäste vom Auto. Ah, das ist die Kelly. Oh, die sieht ein bisschen psycho aus. Hi. I was so afraid you decided not to come. Oh, das sind Fiesdinger. Und komm hier. Ich drücke jetzt einfach immer hier ab und zu den B-Knopf in der Hoffnung, dass hier irgendwas ausgelöst wird. Ah, jetzt kommen die hier. Schnell rumschalten. Ne? Muss irgendwo eine Falltür sein. Oh oh, sie kommen. Achtung. Sie kommen. Wo gehen sie jetzt hin? Sie sind jetzt daher. Sind die jetzt hier? Da bewegt sich was. Okay, komm hier. Hier war auch eine Falltür, oder? Hier ist auch eine. Auch die böse Musik, ne? Wenn die Fieslinge kommen. Oh, steht euch mal. Das war die Falle. Grandios. Dann frage ich mich natürlich auch. Sicherheitskamera ist schön und gut, ne? Aber wer präpariert sein Haus denn mit solchen Fallen? Hier sind wieder welche. Herrlich! Stellt euch mal vor, ihr baut euch ein Haus und baut in solche Fallen ein, die man dann irgendwie auslösen kann. Was kann da wohl schief gehen, ne? Okay, ich belausche mal die Gespräche. Das sind wieder die Fiesdinge. Entschuldigt, wenn ihr die knapp bekleideten Damen sehen wolltet, aber die Fiesdinge sind gerade wichtiger. So, der ist schon mal weg hier. Okay, der Rest geht nicht. Wo gehen die rein? Ach, hier. Ins Bad. Hahaha!
Okay, wo gehst du rein? Gehst du einfach da durch? War das jetzt eine Falle? Okay. Die wissen noch nichts davon. Ich habe sie bisher ganz gut beschützt, glaube ich. Also unten steht ja, wir haben 5 Minuten durchgehalten. I'm sure you and the boys can take care of everything here. Ja, welche. I understand. Also, Entschuldigung, wenn ihr mehr die Gespräche jetzt mitlauschen wollt, aber ich wollte jetzt hier die Leute retten. Okay, die können jetzt gerade auf sich treffen. Okay, wo ist der Feind? Ach, hier ist ein Kiesling. Ich habe noch nicht die Zusammenhänge von dem Haus erfasst. Okay, die gehen jetzt wieder raus. Haben sie aber so gesehen ganz gut zusammengeschnitten, ne? Dass das so fließend überläuft und so weiter. Ich schätze mal, es war bestimmt so ein Set. Oh, da unten rechts läuft wer weg. Okay, hier ist nichts. Oh, hier. Eine dunkle Gestalt. Und wieder der böse Schrank. Oh, wie geil. Weißt du, die Wand geht da auch noch weg, wo er rausfliegt. Ah, herrlich. So, also der Besuch ist da. Sie ist wieder ein Riesling. Also wahrscheinlich kann man dann auch mal versuchen, die Story mit zu verfolgen. Und das ist ja egal. Herrlich. Also wie gesagt, ich hämmer einfach mal quasi auf die B-Taste. Ich weiß nicht, ob man das vom Geräusch her hört. Dieses. Hört ihr das? Das ist halt von wegen, oh, kann ich eine Falle auslösen oder nicht. So, da sind die Mädels. Oh, hier haben wir Rieslinge. Ja, der ist weg. Aber hier. Und hier im Flur ist doch bestimmt eine Falle, oder nicht? Nicht? Den haben sie hier wenig nicht verkabelt. Mal gucken. Also bisher haben sie ja keiner erwischt, ne? Hier war irgendwas Dunkles. Ja, Küche, da haben sie auch bestimmt eine Falle. Sind sie wieder weg. Und? Hier ein Fenster. Oh, da gibt es ein Gitarren-Solo. Also da muss ich hier mal den tollen Gitarren-Solo mal reinschalten. Oh, da oben links haben wir einen Soldaten, der reingekommen ist. Okay, da konnte ich nichts machen. Also bisher ist keiner erwischt, oder? Guckt euch mal diesen Klischee-Soldaten an. Hier war doch gerade wer, oder? Guck mal die Mädels. So stellen wir uns doch alle diese typischen Pyjama-Partys vor, oder? Oh, oh. Na! Ich guck mir hier mit Pyjama-Party-Mädchen an. Oh, Mist. Und während... Ich dachte, der Soldat kann sich selber wehren, ehrlich gesagt. Ja, die sind nicht. Gehen wir wieder zur Party. Oh, es sind noch die Kiesling. Ach, hier. Auch wie geil die Designs sind, ne? Wo sind sie hin? Hier. Da war keine Falle hier. Ach, hier, der Ausflug, da hat er ja keine, ne? Gefährlich. Ja, man sieht die Schnitte leider. Also ganz flüssig haben sie es nicht hinbekommen. Okay, da ist was. Komm. Ah. Aber so gesehen, dass das diese Videoaufnahmen etwas schlechtere Qualität, also rein von der Bildqualität sind, ist so gesehen gar nicht so verkehrt, weil das ja dann so Security-Kamera-mäßig denn ist, ne? It was your job to protect Kelly and the rest of those girls. But from what I've just seen, the place is being overrun. Ja, so schlimm war ich jetzt auch nicht. Now, until you figure out how to do your job and do it right, you're dismissed. Oh. Breaking contact. Wir haben verloren. Das ging schnell. Aber ich habe doch nur einen Soldaten abgeführt gesehen. Ich will jetzt mal in die andere Modi reingucken, dass ihr mal so eine ungefähre Vorstellung habt. Also das Spiel ist einfach köstlich, glaube ich. Also, was ist The Basement?
Ach, das sind quasi Interviews und so weiter. Ein paar Goodies, das ist natürlich nicht schlecht, aber für ein Let's Play sich das anzuschauen, ist das natürlich jetzt nicht so doll. Survivor, mal gucken, was das ist. Ba-ba-ba-ba-ba, being over one, press A to begin. Ach, das ist ohne Vorgelaber wahrscheinlich, oder? Was machen die denn da? Ist das nochmal ein anderer Modi? Oh, da wären sie fies. Also das war wirklich so Thema der Gewaltdebatte. Wie brutal die hier quasi auseinandergenommen werden. Aus heutiger Sicht natürlich total lächerlich. Aber ich kann hier keine Falle auslösen. Was soll das denn hier? Okay. Ha! Okay, also kann man da anscheinend die Falle auslösen. Also passiert muss man das Spiel einfach mehrmals spielen, um einfach zu wissen, ha und wieder, zack. Um einfach zu wissen, wo die Fallen sind und wann man sie auslösen kann, ne? Ich glaube, hier halten wir uns etwas besser. Okay, die kennt sich aber ziemlich gut im Haus aus, muss ich sagen, ne? Okay, da kommt wieder welche rein. Du musst jetzt auch gleich irgendeine Falle nehmen, oder? Anscheinend nicht. Also ich im Zweifel verpasse ich wahrscheinlich einfach immer nur das Timing. Und wir haben schon wieder verloren. Ach, das ist quasi so ein gegen die Zeiten-Modus. Ich schätze mal, vielleicht sogar zufällig aneinander gereiht oder irgendwie sowas. Aber nun gut. Ja, ich würde sagen, das hat euch wahrscheinlich einen guten Eindruck über das Spiel gegeben. Die halbe Stunde ist es nicht geworden. Ich wusste nicht, dass es so schnell vorbei ist. Aber ich denke mal, wenn ich das jetzt nochmal starten würde, wäre es völlig langweilig. Es sollte ja auch nur ein ungefährer Eindruck einfach sein, ne? Also ich finde das Spiel herrlich. Es ist schön trashig. Es schreit so früh 90er FMV. Und natürlich sehr, sehr brutal. Also ich muss mal echt schauen, ob ich heute Abend vernünftig schlafen kann. Herrlich. Nee, also, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht es gut, ihr Pandarinos. Tschüss.